So hätte es wieder aussehen können. 3000 Starter beim Ironman Frankfurt bringen den Langener Waldsee zum Brodeln. Heute sieht es hier so aus. Die Wechselzone am Frankfurter Mainufer. Runter vom Rad und rein in die Laufschuhe. In einem Zelt, das man aktuell leider vergeblich sucht. Die letzten Meter auf dem Frankfurter Römer. Kein Zieleinlauf ist so spektakulär. Und so sieht's heute hier aus. Man könnte jetzt einfach nur traurig sein. Muss es aber nicht, denn die Sportredaktion hat sich was ausgedacht. Wir haben ganz, ganz viele Sportler an den Start gebracht. Wir bringen Sportler an den Start, die an diesem Tag eine Fläche bekommen, sich zu präsentieren in der Zeit, wo fast alle Events ausfallen. Superstars treten gegen Normalos an, Nachwuchssportler gegen Profis. Also ein ganz bunter Mix aus vielen, vielen Sportarten. Es wird auch einen Triathlon geben mit Patrick Lange, dem zweimaligen Ironman-Weltmeister aus Bad Wildungen. Mit der Ironman-Weltmeisterin Anne Haug. Aber auch mit der Europameisterin Gesa Krause. Zusammen mit der Weltrekordhalterin Sarah Köhler werden sie in einem Staffeltriathlon antreten. Hessens großer Sporttag hat aber noch mehr zu bieten. Denn wir gehen ans Mainufer und steigen ins Boot von Leonie Pless, die bei Ruder-Europameisterschaften bereits Bronze holte. Wir sind zu Gast auf dem Schafhof in Kronberg und erfahren, wie es dem Wunderpferd Totilas heute so geht. Danach Tischtennis in Langenselbold, wo das 10-jährige Supertalent Josie Neumann die mehrmalige Europameisterin Christin Lang herausfordern wird. In Griesheim werden wir bei einem virtuellen Radrennen der Triathlon-Bundesligisten dabei sein, um kurz danach am Langener Waldsee Weltstars im Beachvolleyball mitzuerleben. In Bad Homburg schließlich das Schauduell zwischen Alexander Waske und dem deutschen Nachwuchstalent Tom Sickenberger. Hessens großer Sporttag, der Ironman Patrick Lange, freut sich drauf. Ich fand die Idee von vornherein ganz, ganz toll. Und auch das signalisiert ja wieder eine gewisse Aufbruchstimmung und ein gewisses Maß an Zurück zur Normalität. Normalität nicht ganz. Zu Corona-Zeiten gibt's natürlich kein Publikum. Aber Sie können dabei sein über 5 Stunden live, morgen ab 11 im HR-Fernsehen.